Grüß Gott und herzlich willkommen zum Neumayer Podcast. Ich bin die Christine und heute im Auftrag des Herrn unterwegs, denn im Rahmen des Katholikentags werden wir mal die Mannheimer auf ihre Bibelfestigkeit testen und zur Auflösung unseres tollen Quiz haben wir natürlich einen Experte zu Rate gezogen. Weshalb feiert man den Katholikentag? Ja, um Menschen zusammenzuführen. Das weiß ich gar nicht. Ich schätze mal, die Katholiken haben was zum Feiern, keine Ahnung. Ja, der Katholikentag hat seinen Ursprung als ein katholisches Laientreffen schon seit 1848. Seit den 70er Jahren ist es jetzt auch ein großes katholisches Volksfest geworden. Was feiern wir an Weihnachten? Christi Geburt. Christi Geburt ja. Ja, die Geburt Christi feiern wir da. Da war doch irgendwas mit Jesus, denke ich mal. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ich bin jetzt nicht so. Was war denn da? Überleg mal. Kann das sein, dass jemand getauft wurde? Die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem, das ist das Thema von Weihnachten. Und im größeren theologischen Sinne natürlich bedeutet das die Ankunft des ewigen Gotteswortes als Mensch, die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Wie heißen denn die Eltern von Jesus? Von Jesus, Maria und Dings. Gott. Maria und Josef. Maria und Josef. Maria und Josef. Maria ist die Mutter Jesu. Josef ist der Pflegevater Jesu. Und im eigentlichen tieferen theologischen Sinne ist Gott selbst, Gott Vater, der Vater Jesu. Kannst du die vier Evangelisten nennen? Lukas, Matthäus. Da gab es noch keine Ahnung, ich krieg sie nicht alle vier zusammen. Lukas, Matthäus. Ja, das war's. Mehr weiß ich nicht. Was? Alter. Da muss ich, glaube ich, passen. Oh, jetzt wird's ganz schön peinlich werden. Matthäus, Markus, Johannes und Lukas. Melchior? Nee, gell? Nee. Johannes, ach, die, wo da immer in der Bibel stehen, weißt du, erstes Buch, bla bla bla, zweites Buch, bla bla bla. Ja, ich weiß, aber ich auch nicht. Johannes, keine Ahnung. Das sind Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Was feiern wir Ostern? Ostern, da ist es mit dem, wie heißt es nochmal, ich hab's vergessen. Da, wo der den seinen Mantel gegeben hat. Oder? War das da Ostern? War das das? Das ist jetzt eine gute Frage. Das ist die Auferstehung, Mann. Christi Auferstehung. Ja, dass er wieder auferstanden ist. Karfreitag wurde er gekreuzigt und an Ostern ist er auferstanden oder irgendwie so. Comeback gefeiert. Ostern ist das älteste christliche Fest. Es geht schlicht und einfach um die Auferstehung Jesu. Einmal im Jahr feiern wir ganz besonders, Jesus ist der Lebendige, er ist von den Toten auferstanden. Was wissen Sie denn zum Auszug aus Ägypten? Der Auszug aus Ägypten bedeutete gleichzeitig die Befreiung der gefangenen Israeliten. Was sind Sie denn eingezogen? Warum? Auszug? Oh, ups. Boah, das ist jetzt gemein. sind die da nicht geflüchtet vor den Ägyptern eben? Hieß es da nicht irgendwie, beseitigt die mal? Ich habe keine Ahnung. War das mit Moses? Ja. Ach so, ja, sind die da nicht irgendwie durch so, hat er nicht irgendwie das Wasser geteilt oder sowas? Ja, Moses und dann halt hier das Meer, die Spaltung und sonst eigentlich. Es ist zu lange her, der Religionsunterricht. Das ist das große Thema des Buches Exodus, des zweiten Buchs Mose. Und im Grunde das, man kann sagen, das Gründungsereignis für die Religiosität Israels. Israel erfährt Gott als den, der es aus der Sklaverei in Ägypten herausführt in die Freiheit. In diesem Sinne sage ich Amen und bis zum nächsten Maya-Podcast.